Solari hat Swan erfunden und Swan ist eigentlich nichts anderes wie ein Lichtschwert. Jetzt, es gibt ja schon irgendwie 200 Spielzeuge Lichtschwert. Das Lichtschwert ist stabiler. Also du kannst wirklich mit Kraft damit rumprügeln. Das einzige Problem ist, wenn du so schwingst, du hast noch nicht den originalen Lichtschwert-Sound. Aber dafür hast du eine App, wo du kannst die Farbe deiner Klinge einstellen kannst. Was recht gut ist. Es ist mega schwierig. Es wiegt auch wesentlich schwerer als jedes Lichtschwert-Spielzeug, das ich jemals in der Hand hatte. Es sind einige, gebe ich offen zu. Weil ich meine, wenn du bist im Laden und dann musst du ein Lichtschwerten, das ist wichtig, das ist relevant für die Menschheit. Und da hast du jetzt richtig mit Kraft dahinter, weil das ist Aluminium da drin, das hier ist Polycarbonat. Also kannst du richtig zuschlagen mit dem Teil. Es hat einen Knopf, es ist ein Aus. Konfiguration von der Klinge, welche Farbe das sie haben sollte, kannst du auf einer App machen. Und das ist eigentlich alles, was man mit dem Ding machen kann. Und ich finde es lange völlig. Ich finde es lange, du kannst richtig umprügeln damit. Wir haben vorher so am Stand eine Demo gehabt. Du kannst richtig wirklich einfach reinhauen. Das ist richtig gut. En garde, müssen wir mal. Steffi, komm, wir gehen kämpfen. Nein, wollen wir mit dem? Ja. Alright. We need to fight now, she says. Also das war jetzt richtig mit Kraft. Und das Schöne daran ist, das Zielpublikum sind definitiv nicht Kinder. Das Zielpublikum sind so Leute wie ich. Ja, ja, ich meine, Entschuldigung, das ist gemacht für mich. Und das Schöne ist auch der Sound, der da rauskommt. Wenn du jetzt Kind hast und trotzdem willst du dich kindisch benehmen, wenn die geschlafen hat, du kannst den Sound auf dem Bluetooth-Headset spielen. Also kannst du umschreiben Lichtschwerten, ohne dass das Kind wächst. Außer du machst einen hohen Mais. Was ich sehr wahrscheinlich machen würde. Es ist grossartig. Ich liebe das Ding. Und ich hoffe, sie kommen die offizielle Star Wars-Lizenz über. Ich meine, gut, es gibt Star Wars Orange. Ich glaub, die müssen Star Wars einfach sagen, so, du, wir haben das erfunden, wollen das. Und Star Wars sagt so, kein Problem. Dann hat man den originalen Lichtschwert-Sound drauf. Ich habe gefragt, ob man es hacken kann, dass man die Audio-Files ersetzen kann. Er hat gesagt, nein, ich bin nicht abschliessend davon überzeugt, dass das die Aussage stimmt. Wow, geil. Lustige Randnotiz übrigens. In Frankreich ist Lichtschwertkämpfen offiziell als Sport anerkannt. Vom Staat Frankreich. Das heisst, so Fußball, Handball, Eishockey, Curling, Badminton und so weiter ist auf gleicher Stufe wie Lichtschwertkämpfen. Und natürlich haben die von Solari einen Deal mit denen gemacht und jetzt versorgt diese sehr wahrscheinlich offizielle Sportartikelhersteller von Lichtschwertern. Ich finde das geil. Und das ist jetzt pink, das ist auch geil. Ich muss hart auf Frankreich auswandern. Das Problem ist, mein Französisch ist nicht ganz so gut. Aber ich habe ein Lichtschwert. Ich gehe einfach alle bei Lichtschwerten. So, ja, schöne Papa de France, mir doch scheiß BÄM da. Wow, das ist so gut.